Hallo und herzlich willkommen hier bei der Prospekteschau heute. Ja, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Ich hatte zwar öfters Prospekte im Briefkasten, bin aber nicht dazu gekommen. Jetzt haben wir wieder eine tolle Sache und zwar vom Biedronka. Ab Montag gilt das Ganze schon. Ich hoffe, dass es mit den Spiegelungen heute geht. Ich kann halt jetzt nicht viel machen. Ich habe das Licht weggelassen, aber ich denke mal, man kann einiges erkennen. Also wie gesagt, vom 24. bis zum 7. März, wobei manche Sachen auch erst morgen anfangen, also ab dem 27. Gucken wir mal gleich hier auf der Vorderseite. Da gibt es schöne Sachen für die Damen. Hier Kapcie, also die Hausschuhe. Wer in Polen schon öfters unterwegs ist oder auch hier wohnt, weiß, wenn man sowas nicht zu Hause hat, dann ja, kommt immer Geschrei, ich habe kalte Füße. Dann gucken wir mal auf der zweiten Seite, da steht auch wieder alles im Zeichen von ja, Winterwechsel, Frühling. Jeder packt jetzt schon ein bisschen hier seine Fahrzeuge raus, egal ob es ein Motorrad ist oder da wird das Auto wieder gepflegt. Dann hat man hier die Standardsachen wie Öl, Sitzerhöhungen und Kindersitze. Hier gibt es zum Beispiel für 190 Zloty einen Kindersitz von 9 bis 36 Kilo. Das sind also knapp 50 Euro. Da muss halt dann auch jeder selbst entscheiden, ob er hier zu einem Markenprodukt greift oder halt hier dann sowas kauft. Ja, da gibt es dann natürlich auch Klamotten, wobei ich sagen muss, Biedronka Klamotten, ich weiß gar nicht, ob wir kaufen öfters für die Kinder was, aber jetzt meine Frau kauft sich hier nichts. Es gibt hier andere gute Läden im Überfluss, wo man auch gute Kleider herbekommt oder auch so T-Shirts, wobei der Preis ist eigentlich auch ganz gut. Da bezahlt man für ein Zweierpack hier 30 Zloty für ein T-Shirt, für unten drunter ist okay. Das ist praktisch Mode. Mode hier, das ist Tom Rose oder Tom und Rose, da gibt es ein paar Schuhe. Dann hier Einlagen und zwar sind die mit Schaumgel-Einlagen. Was haben wir hier? Golarka, das ist irgend so ein Massage, jetzt muss ich mal gucken, das ist so ein Massagegerät anscheinend, oder ist das was gegen Akne? Keine Ahnung, das ist nicht mein Milieu, aber hier diese Hausschlappen sehen ganz nett aus für 15 Zloty. Der kommt natürlich drauf an, wie lange sie halten. Also ich muss dazu sagen, ich habe meine aus dem Tesco das letzte Mal gekauft und die sind nach anderthalb Jahren immer noch gut, obwohl der Rocky als Welpe drauf rumgebissen hat. Ja, dann hier Unterwäsche, Strumpfhosen. Jetzt kommen wir zu den interessanteren Sachen und zwar hier haben wir ein Entfeuchter oder ein Befeuchter. Nee, das ist praktisch ein Befeuchter. Man sieht es, es kommt ja raus. Das heißt, wenn man einfach das Raumklima zu trocken ist, man kennt es, die Heizungsluft macht es zu trocken. Normalerweise hat man ja im Idealfall zwischen 40 und 60% Luftfeuchtigkeit. Im Schlafzimmer eher noch ein bisschen geringer und dann kann man hier noch ein bisschen zugeben. Wir brauchen sowas nicht, da ist eigentlich alles so im Idealwert. Hier haben wir Leuchten, das sind praktisch so Unterbauleuchten für 20 Zloty, also 5 Euro. Hier haben wir für die Steckdose als Nachtlicht oder wenn man hier nachts mal auf die Toilette muss und hat jetzt irgendwie eine steile Treppe oder so irgendwas oder auch Kinder. Für 2 Euro umgerechnet ist das eine super Sache. Hier, da werde ich jetzt wahrscheinlich gucken, oh ja, das habe ich verpasst, da muss ich mal gucken heute. Sowas brauche ich nämlich wieder, weil wir ja das Dach neu eingedeckt hatten und wir hatten einen kleinen Wassereintritt. Außerdem ist das noch ein bisschen hier die erste Zeit gewesen, dass wir oben keine Türen drin hatten. Ja, und dann war halt der Raum zu groß. Da habe ich im Badezimmer sowas gehabt für 2 oder 2,5 Monate. Und das Ding war, der Behälter war voll. Jetzt ist natürlich dieses Granulat leer. Und das kostet, jetzt muss ich gucken. Das ist das Granulat für 22 und das ist der Luftbefeuchter für 34. Also ich bekomme hier 3 × 1,2 Kilo, das hole ich mir. Das sind knapp über 5 Euro. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier? Książeczki, Akte Wizujące dla Dzieci, also so Lernbücher, praktisch schon auf die Schule vorzubereiten, so diese kleinen Zahlen. Dann haben wir für Kinder hier zum Lesen, das ist ab dem
fünften Jahr auch so Lernbücher praktisch, also nichts Großartiges. Hier haben wir Kshoshki Lajechi, das heißt alles über Katzen. Und hier oben haben wir Dlajechi i Mojeje, das heißt für Kinder und Erwachsene beziehungsweise junge Erwachsene. Da kann man dann auch sich eindecken. Also da sind sie immer gut vertreten, hier auch beim Biedronka oder generell überall. Bücher sind immer im Programm. Hier, das kann ich gleich sagen, das Teil habe ich auch, dieses Set von Schraubendreher. Niteo ist eine Marke vom Biedronka. Die Werkzeuge sind jetzt nicht groß, professionell. Man kann aber die normalen Sachen zu Hause machen. Jetzt kann man natürlich nicht erwarten, dass das hier unten ein Leben lang hält, beziehungsweise man muss schon aufpassen, dass sich hier die Spitze zum Beispiel bei dem Kreuzschlitzschraubendreher nicht abnutzt. Ja, also das ist natürlich auch dem Preis geschuldet. Aber hier für so ein komplettes Set, sagen wir mal 12 Euro umgerechnet, hier haben wir wieder so ein Akkuschrauber gleichzeitig mit einer Bohrfunktion. Das ist natürlich kein Schlagbohrer, aber der ist ein bisschen stärker hier für 250 Zloty, also so knapp 60 Euro. Was haben wir hier? Ein kleiner Ratschenkasten. Da habe ich keinen von Niteo. Da hatte ich mal beim Rewe in Deutschland noch bei dieser Promotion-Aktion mitgemacht. Aber muss ich sagen, der von Bosch ist auch nichts Besonderes. Ich habe dann so ein No-Name-Teil noch irgendwo anders daher. Die kann man benutzen. Wenn man nicht im Kfz-Bereich das dauerhaft jeden Tag benutzt, klar, kann man sich sowas kaufen. Hier nochmal so eine kleine Version mit Bit-Aufsätzen. Das ist natürlich ziemlich klein. Da kriegt man auch nicht alles gelöst. Hier nochmal eine Kurtka Robocha, das heißt eine Arbeitsjacke. Dann haben wir hier noch die gleiche Arbeitshose. Wahrscheinlich gibt es auch noch die Schuhe irgendwo oder waren die schon? Ich glaube, die waren schon irgendwo oder die kommen noch. Dann haben wir hier à la Tim Taylor die ganzen Taschen. Sowas für den Gürtel gibt es auch meistens. Man haben hier Malerzubehör, die Folien. Also das liegt dann, wer Biedronka kennt, in der Mitte am Eingang vorne auf diesen ganzen Wühltischen. Wenn man dann am Montag kam, das praktisch ins Programm, am Mittwoch hingeht, muss man schon etwas suchen, aber die sind da fix und räumen das auch wieder zusammen. Hier eine Latarka, das heißt sowas zum Hinhängen mit LED-Technologie für knapp 5 Euro. Dann haben wir hier noch eine LED-Lampe, die hat, glaube ich, einen Bewegungssensor, wird mit 3 Batterien AAA betrieben. Man sieht hier auch alles so, nicht billig, aber halt niedrigpreisig hier auch, noch nicht mal 20 Zloty. Das hat hier mein Nachbar, der Tadek, der hat diese Plandeki, diese universellen Abdeckplanen, der hat die in Tarn. Und das sehe ich bei dem, die hält auch noch richtig gut, 5 Euro. Hier ein Licht, 10 Watt für 5 Euro, 20 Watt für 7 Euro. Und was ist das hier? Das ist 50 Watt für 60 Zloty. Also dann hat man 15 Euro. Ja, die sind aufgeteilt. Was haben wir hier? Noch die Filzuntersetzer, wenn man Stühle hat. Dann hier zum Sortieren für Elemente, so ein Organizer, das ist, glaube ich, Stoff für die Schublade, genau. Eine Box, ja, der typische Bettenklopfer, den gibt es auch hier noch. Und alles zum Saubermachen und Besen, Besenstiel. Dann haben wir hier eine Klobürste, hätte ich jetzt gedacht, das wäre auch so ein Besen, sieht man fast kaum. Dann haben wir noch hier Stolik na Kukach. Das ist praktisch gerade so ein für die Couch oder so ein Beistelltisch, würde ich jetzt Beistelltisch. Ich habe einen SCH-Fehler. Wer mich öfters sprechen hört, dem wird es schon aufgefallen sein. So ein Beistelltisch, den kann man sich dann ins Wohnzimmer stellen oder auch ins Esszimmer. Eine kleine Ablage für Bücher. Hier haben wir eine Sitzbank. Ich glaube, hier kann man auch Sachen reintun. Da wäre aber die Literangabe mit dabei. Ich weiß nicht, ob man das aufmachen kann. Das ist natürlich schade. Man kann es bis 130 Kilo belasten. Also ich könnte mich auch drauflegen. Hier haben wir einen Wäschekorb. Und was haben wir zum Schluss noch? Oh ja, die sind toll. Die haben wir an
allen Fenstern hier dran, außer jetzt hier unten bei uns im Schlafzimmer. Da bin ich jetzt noch mal am Überlegen, aber wir haben hier ziemlich breite Fenster, ob es das gibt. Da muss ich mal ausmessen, weil das ist günstig und das gibt es ab Donnerstag. Das ist praktisch ab morgen. Da werde ich mal schauen, weil die sehen richtig toll aus. Kann man hier ziehen. Die haben wir das erste Mal in Reval in einem tollen Ferienhaus gesehen. Und die haben wir, glaube ich, bei Ikea gekauft, aber da sind die auch nicht so günstig. Und wenn man hier sieht, das 150 cm ist praktisch die Länge nach unten. Und dann gibt es hier, ja, für Balkon entweder 68 in der Breite oder 95. Und wenn ich jetzt nach oben schaue, ich bin nämlich hier unten da mit 95, das könnte gerade passen. Da werde ich mal schauen, ob ich die hole. Ja, das war's, Biedronka. Die Spezialangebote, wir sind bei 10 Minuten angelangt. Das ist immer so ein kleines Limit von mir, das habe ich mir gesetzt, weil ich mir sage, das kann man sich noch antun. Ja, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Wer demnächst wieder nach Polen reist, eine gute Fahrt, kommt ja darauf an, woher ihr kommt. Und an alle, die hier leben, ja, auch alles Gute. Bis dann, tschüss.